Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man mit dem Casio-Taschenrechner die Determinante einer Matrix berechnet. Um mit Matrizen zu rechnen, müssen wir den Taschenrechner mit der Menütaste in den Matrix-Modus schalten. Und zwar haben wir hier die Option 4 für Matrizen. Nun können wir bis zu 4 verschiedene Matrizen definieren, von A bis D, mit denen wir dann im Folgenden weiterarbeiten können. Wir definieren uns die Matrix A mit der Taste 1, geben an, wie viele Zeilen und wie viele Spalten sie haben soll. Es soll mal eine 3x3 Matrix sein. Und jetzt können wir hier in diese 3x3 Matrix die Werte eingeben. Wenn man einen Wert eingegeben hat, immer mit ist gleich auf das nächste Feld springen. Und wenn die Matrix gefüllt ist, können wir mit AC die Eingabe beenden. So, damit ist die Matrix A gespeichert. Solange wir im Matrix-Modus sind, können wir nun über die Taste Option uns alle Matrix-Funktionen aufrufen. Gehen wir auf Option und sehen hier die Liste der Matrix-Funktionen. Die geht noch nach unten weiter. Deswegen gehen wir hier mit dem Cursor einmal nach unten und sehen nun hier Option 2 Determinante berechnen. Gehen wir auf 2 Determinante berechnen. Wir müssen nun hier unsere Matrix A eingeben. Dazu gehen wir wieder auf Option und wählen uns die Matrix A aus. Zum Schluss noch mit Klammer zu. Drücken auf Ist gleich und bekommen unser Ergebnis. 54 ist die Determinante unserer Matrix. So, als nächstes wollen wir die vorhandene Matrix A mal etwas abändern, um davon dann wieder die Determinante zu berechnen. Wir gehen wieder auf Option und bekommen unsere Liste der möglichen Befehle. Matrix bearbeiten mit Option 2. Wir wählen die schon gespeicherte Matrix A aus und können nun die vorhandenen Werte überschreiben. Dazu stehen uns auch alle Funktionstasten des Taschenrechners zur Verfügung. Zum Beispiel können wir auch Sinus von irgendeiner Zahl eingeben. Oder ein Bruch, hier ein Drittel, sieht dann so aus. Oder zum Beispiel Pi. Eingabe beenden, wieder mit AC. Nun konnten wir von dieser veränderten Matrix die Determinante berechnen. Wir gehen wieder auf unser Option-Menü, gehen einmal nach unten, um Determinante auszuwählen, 2, wählen uns die veränderte Matrix A aus, Option 3 für Matrix A und gehen auf Ist gleich und bekommen unsere neue Determinante angezeigt. So, wenn wir fertig sind, wollen wir den Matrix-Modus wieder verlassen. Dazu gehen wir erneut auf unser Menü und gehen jetzt hier in den normalen Rechenmodus zurück, Option 1 und sind dann wieder am Ende. Okay, viel Spaß beim Ausprobieren. Versucht mal eine Matrix zu finden, deren Determinante 0 ergibt. Na, da gibt es ja ein paar Besonderheiten, vielleicht kriegt ihr die raus. Okay.